Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Mütze spielt. Ich spiele heute den amerikanischen Heavy Cruiser Salem. Die Kapitänsskillung zeige ich euch jetzt. Wie immer, bevor wir in das Game reinstarten, schauen wir uns mal an, was der Gegner für Schiffe hat. Wir sehen hier 4 DDs, eine Jutland, eine Harland, eine Hayate, eine Shimakaze. Diese DDs könnten euch vor Probleme stellen, da euer Radar in der Salem im Gegensatz zur DM nur 8,5 Kilometer geht. Das bedeutet, der DD muss sehr weit in euer Consument reinfahren, damit ihr ihn radern könnt. Des Weiteren haben wir 4 Cruiser, eine Rochester, eine Golden Löwe, eine Jinyan und eine Yoshino. Wenn ihr wie ich den Plan habt, jetzt eng an Insel zu spielen, kann die Golden Löwe ein bisschen nervig sein mit den Drops. Des Weiteren haben wir 4 BBs, eine Wujing, ein Friedrich, eine Slava und eine Ohio. Ganz besonders unangenehm ist die Ohio für euch. Da sie euch komplett overmatcht bei den anderen Schiffen, ist es noch okay. Beziehungsweise bei der Wujing habt ihr nicht ganz so viele Probleme. Mein Plan war jetzt hier vorne an der Insel zu spielen und da über das Spotting der Shima möglichst viel Damage rauszuholen. Harland geht jetzt spotted. Kann ich mit Feuersupport drauf geben. Ist immer nicht schlecht, wenn ihr gerade auf der Map, wenn ihr an dieser Insel spielt, einen DD habt, der für euch spottet. Ich werde mich jetzt da auch versuchen, so eng wie möglich ranzukuscheln. Nimm einen Hadatorp, ist nicht so schlimm, die machen nicht so viel Damage. Und ihr habt ja mit der Salem einen Super Heal, womit ihr das auch ganz gut wieder wegheilen könnt. Kann jetzt ein bisschen den Friedrich farmen. Problem ist immer noch, dass die Harland mich spottet, weil er noch nicht ganz hinter der Insel verschwunden ist. Da kommen auch schon die Drops von der Gulden. Also man sieht, ich werde hier auch ein bisschen gepressured. Und das ist halt die Gefahr, wenn ihr auf dieser Seite der Insel spielt, dass der Gegner DD euch da gut spotten kann, wenn er weit genug drin steht. Des Weiteren könnt ihr gut von Hydro oder von Radar gespottet sein. Und da müsst ihr hoffen, dass ihr kein BB habt, das euch hier etwas massiver anfassen kann. Der Friedrich schaut zum Glück nicht auf mich. Das heißt, ich kann ihn gemütlich farmen. Das ist ganz angenehm. Die wirkliche Gefahr besteht aktuell darin, dass die Harland mich von vorne torpen kann. Aus diesem Grund fahre ich auch so weit wie möglich weg, um diesen Winkel für die Harland relativ schwer zu halten. Bin jetzt auch spotted durch die Gulden mit ihrem Hydro. Ziehe jetzt mal ein Radar, um zu gucken, was ist denn hier noch hinter der Insel, auf was muss ich noch aufpassen. Und hoffe auch mit diesem Radar die Gulden ein bisschen spot zu halten, dass meine Teammates ihn unter Umständen rausschießen können. Damit das Hydro auch endlich vorbeigeht. Harland farmt mich ein bisschen, aber ist nicht der Rede wert. Wie gesagt, Super Heal von der Salem, da kann man gut was wegheilen. Auch habe ich aktuell einen guten Schutz vor den Torpedos, weil er nach innen hochgefahren ist und ich da nichts mehr zu befürchten habe. Aus diesem Grund fahre ich jetzt ein Stück nach vorne, schaue, dass ich wieder meine Guns einsetzen kann. Man muss trotzdem hier vorsichtig sein, man darf jetzt nicht zu tief reinfahren, weil gerade mit einer Salem, wenn man da im falschen Moment zu tief reinfährt, geht es dann auch mal relativ schnell. Da muss man ein bisschen Geduld haben, die Situation lesen können. Gerade in der Harland rein zu pushen, ist halt auch einfach unangenehm. Aber man sieht schon, die Guten leidet in der Mitte ziemlich gut, wird mittelfristig
auch rausgehen, hoffe ich. Genau. Und damit sind wir erstmal zu. Und wir können etwas weiter vorpieken, ohne offen zu sein. Da kommt auch schon das nächste Set von der Haaland. Na, man merkt schon, er hat die Ecke hier gut abgetoppt jedes Mal. Und das war auch besonders wichtig, hier sich clever zu verhalten und nicht einfach rumzupieken. Ja, manchmal gibt es da so Downzeiten, wo man mal nichts farmen kann. Aber im Großen und Ganzen kann man die dann meistens mit einem besseren Farm im Late Game gut wieder kompensieren. Krieg jetzt wieder Farm auf den Friedrich und sehe jetzt auch eine Jinan, die da reinfährt. Lad auf AP rum, denkt mir, okay, der respektiert eine Salem nicht. Interessant. Und ich denke, das Fürchten werden wir ihm gleich mal lernen. Weil Jinan ist sehr, sehr anfällig. Vor allem macht er jetzt auch noch einen Gamer-Turn, weil er die Torps rauskriegen will. Das ist der Moment, wo es halt ein bisschen mehr weh tut. Ja, also das war ein kurzes Intermezzo von der Jinan. Und wir sind jetzt wieder drauf von Friedrich. Und versuchen den mit HE wieder anzuzünden. Was uns auch wieder gelingt. Man sieht auch, der hat keinen Brandschutz geskillt. Das ist für uns ja mega super. Weil da können wir gut Brände setzen. Jetzt hat er auch schon einen Doppelbrand. Ich habe hier versucht, dann einen Triple- bis Vierfachbrand zu kriegen. Der Vorteil ist in dieser Runde auch, dass ich permanent Spotting habe. Da kann man sehr, sehr viel Impact generieren. Man hat auch gerade gesehen, ich bleibe wirklich aktiv defensiv an der Insel, weil da jetzt auch noch die Deepwater Torps kamen von der Jinan und jetzt kommen auch wieder nochmal Torps von der Haaland. Also man muss hier wirklich aufpassen, dass man sich nicht hier Torps einverleibt, weil man zu aggressiv fährt. Und mein Ziel war halt immer weiter langsam nach vorne pieken. Der Friedrich hat jetzt auch wieder Damage-Con gezogen, geht jetzt zu und das ist für mich das Zeichen, okay, wir werden ein kleines Stück weiter nach vorne fahren und mal schauen, was uns hinter der nächsten Biegung so erwartet. Wir haben theoretisch auch einen DD auf der Flanke, der mir gleich spotten kann. Aber man muss auch sagen, der Friedrich war ein angenehmes Opfer. Geht die Rochester auf? Habe ich auch mal gedacht, okay, wenn der jetzt einen Gamer-Turn macht, dann werde ich ihn ein bisschen versohlen. Weil es scheint ihn nicht so wirklich zu jucken, dass er Broadside zu einer Salem steht. Wird er aber auch gleich merken. Und da kriegen wir auch den ersten Kill im Game, haben schon unsere 130k Damage. Alles ganz entspannt. Na, man merkt, wenn man da genügend Geduld aufweist, vom Positioning immer alles gut überdenkt, kann man mit einer Salem, wenn man entsprechendes Spotting hat, gut Damage farmen. Ihr seht auch, ich versuche immer wieder zwischen AP und HE zu switchen auf Broadside-Ziele. Immer schön AP schießen. Vor allem, wenn ihr seht, okay, der hat Damage-Con gezogen, die tickt noch. Ich versuche immer, Brände zu setzen und dann mit AP zu schießen. Das ist so ein bisschen der Plan. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Gerade wenn ihr nah an Schiffen seid, könnt ihr auch auf die Schnauze oder auf den hinteren Teil des Schiffes ziehen. Da macht ihr auch durch die Improved Pen Angles gute Pens und sehr viel Damage. Ja, da kommt auch wieder das nächste Haaland Set. Also der hat wirklich sehr, sehr häufig hier meinen Bereich abgetorbt und hat geschaut, dass er mich vielleicht beim Vorfahren catchen kann. Ich farm jetzt auf der Slava gemütlich weiter. Der ist sehr, sehr dankbar. Seht ihr gerade, ne? Also, der gibt gut Damage. Dadurch, dass ich halt auch ein gutes Positioning habe. Hinter der Insel, safe, kann gut farmen, kann gut meine Turrets nutzen.
Und dann geht in so einer Runde auch sehr viel Damage rein. Das muss man auch sagen. Also da muss man immer ein bisschen geduldig auch sein, weil umso länger man im Spiel ist mit einer Salem, aber auch mit einer DM, kann man im Late Game sehr viel reißen. Da haben wir auch schon das Großkaliber und machen unseren nächsten Kill. 10 Minuten im Game, läuft aktuell echt super. Und jetzt sehen wir auch, jetzt sind nur noch 2 BBs, 3 DDs übrig. Jetzt können wir ein bisschen aggressiver fahren und sehen auch, okay, A-Cap wird gecapped. Da komme ich ran. Das ist in meiner Reichweite. Wenn er da noch im Cap ist, habe ich da auch Radar-Range drauf. Und deswegen gehe ich jetzt auf ein Engagement. Ziehe zur Sicherheit noch mal meinen Super-Heal. Den habe ich jetzt nicht ganz ausgenutzt, aber ihr seht, ich habe auch noch 3 Aufladungen, deswegen kann man da auch ein bisschen verschwenderischer mit umgehen. Ziehe jetzt mein Radar und da ist die Harlan von vorhin drin. Und ich denke, der wird jetzt ein technisches Problem haben, weil auf die Distanz eine Salem als CD-Spieler möchtest du nicht wirklich haben. Und da sieht man auch, wie massiv die Harland da leidet. Nimm auch ein paar Torps, aber wie gesagt, das sind Harland-Torps. Das juckt nicht. Also gerade bei sowas, die hätte ich auch dodgen können, wenn ich eng um die Insel rumgefahren wäre. Na, bin ein bisschen zu breit rumgefahren. Überlegt euch das auch immer, umso enger ihr um die Insel fahrt, umso schwerer ist es auch für eine DD, das zu predikten. Haben uns jetzt den DD-Kill geholt, werden uns jetzt das Cap holen, sind über die 200k drüber. Also eine sehr solide Salem-Runde. Und wie man auch sieht, holen wir da unseren Win raus. Ich würde sagen, nachdem die Runde 100% safe gewonnen ist, springen wir schon mal zum Endscreen. Zum Endergebnis: Wir haben einmal Großkaliber, 3 Kills und schauen uns dann gleich die Teamwertung an. Wir haben 2-6 Base, also auf jeden Fall eine sehr solide Runde mit der Salem. Dieses Game zeigt ganz gut, wie wichtig das ist, mit der Salem ruhig zu spielen, seine Deckung so lang wie möglich zu halten und sich Stück für Stück nach vorne zu arbeiten. Wichtig ist auch, dass man gutes Spotting bekommt. Da könnt ihr wirklich deutlich mehr reißen in solchen Runden. Wenn ich jetzt kein Spotting gehabt hätte, wäre der Damage wahrscheinlich nicht so üppig drin gewesen. Wenn euch diese Runde die Mütze spielt gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt. Des Weiteren würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.